Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit eurem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake hier auf der PlayStation 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir weiterhin mich begleitet bei diesem Horrortrip. Wir sind letztens stehen geblieben, als wir das Lakeview Hotel erreicht haben und haben uns da schon unten ein bisschen umgeguckt. Wir können jetzt, glaube ich, oder sind jetzt in der zweiten Etage. Und wie es oben weitergeht, das schauen wir uns jetzt mal an. Also, legen wir los. Let's go. So, genau, wir hatten gespeichert. Wir hatten hier dieses Rätsel noch gemacht. Und hatten den Raum da entdeckt, genau. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Genau, da war der Make-up-Spiegel. Da konnten wir aber leider noch nichts machen, weil uns da diese Birne gefehlt hatte. Genau. Also schauen wir jetzt mal jetzt in den anderen Räumen hier überall um. Da, wo es möglich ist. Da können wir drüber klettern. Ja, da kommen wir her. Wir haben die andere Seite noch gar nicht getestet. Aber ich glaube, die war eh zu. Ja, war klar. Das heißt, wir schauen uns weiter. Geh mal hier rüber. Falls hier irgendwas ist. Oh, wir können hier in dem Flur. Boah. Das hat mich jetzt erschrocken. Das war mies. Schlüssel für 202. Merken wir uns. Boah. Du kleines. Du musst doch treffen, James. Also. Okay. Diesen Tanz hat jetzt keiner gesehen, okay? Bestimmt noch irgendwo eins. Ja, sag ich doch. Dummen kleinen A-Löcher. Reifer Apfel. Was brauchten wir denn in Apfel? Okay. Ich überlege gerade, haben wir einen Apfel gebraucht? Nicht, dass ich wüsste. Oder haben wir unten für das im Foyer für diese komische Uhr oder was das war, einen Apfel gebraucht? Nee, oder? Voll daneben schießen. Ah, genau. Oh ne, ist nichts, okay. Was haben wir hier? Patient MSS. Okay, warum machst du die Akte nicht auf? Okay. Daneben nicht. Ah, es ist auf der anderen Seite. Okay, dann haben wir schon gleich Gesellschaft. Kannst du auch mal treffen, James. Wir waren aber hier noch gar nicht fertig mit gucken, oder? Nee, eigentlich nicht. Deswegen gucke ich da erst nochmal nach. Denn hier gab es noch einige Räume, die irgendwie noch nicht markiert sind. Die ist so. Die ist offen, hier ist irgendwo ein Gegner. Aber waren wir nicht schon drin? Nee, scheinbar nicht. Schauen wir uns doch hier erstmal um. Oh, hallo.
hier geblieben. Stimmt, wir hatten ja den Schlüssel für 202 gefunden. Ist hier sonst noch irgendwas? Ne, halt. Ah. Können wir ja auch gleich mal hier reingehen. Ein kaputter Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Liebste im ganzen Land? Zieh sie ab, die schöne Haut, bis aufs falle Fleisch vorschaut. Soll ich jetzt hier, kann ich das drehen? Ja. Darf ich jetzt hier ein Dingsrätsel machen? Nein. Lässt sich aber echt komisch drehen. Gib mir erstmal das hier. Ups. Ach, uns fehlt noch eine Scheibe. Okay. Lass mal das mal so. Sieht ja schon mal fast richtig aus. Wow. Wahnsinn. War ja sehr krass versteckt. Was war denn jetzt? Hä? Spiegel. Im Nebenraum ist was passiert. Du kannst ruhig liegen bleiben. Muss nicht nochmal aufstehen. Eine Figur vom Schneewittchen. Das brauchten wir unten. Ah. Ich glaube, drei brauchten wir, glaube ich. Sag mal. Dann haben wir jetzt alles bis auf 207. Oh ne, oben sind ja auch noch drei Räume. 203 ist zu. Mein Gott. Ach, dann lauf doch. Habe ich gerade jemanden gehört? Ich glaube, in dem Raum ist jemand drin. Weil es konnten aufgrund eines Konflikts, okay. Ja, dann halt nicht. Boah. Die werden hier langsam echt gemein, oder? Ganz schön böse hier. Gibt's noch einen Balkon? Ja, aber nicht von hier.
Gut, da haben wir jetzt hier alles. Kleiner Tipp, wenn du mich angreifen willst, schrei nicht vorher so. Hier sind auch noch Türen. Okay. Ich tippe die lieber an, damit ich weiß, dass die gar nicht aufgehen. Ganz rechts sind ja noch diese... Wartet mal. Nee, hier nicht. Oh, falsche Richtung. Ich will noch mal was gucken. Komm mal her jetzt. Hier noch nicht drin. Tatsache. War ja noch gar nicht drin. Okay. Ich dachte, ich wäre hier schon drin gewesen. Scheinbar nicht. Ja, hier gibt es noch Fenster. Heißt es, wenn Schubläden leer sind. Echt. Sieht's eigentlich mit unseren. Naja. Immerhin. Oh, Gewehr haben wir aber genug. Mittlerweile. Okay. Aber ich hätte gedacht, man kommt hier rechts irgendwie auf diesen Balkon. Aber hier ist alles zu. Schade. Oder war ganz unten noch was? In dem Raum? Nö. Na gut. Dann gehen wir jetzt auf die linke Seite. Da laufen immer noch welche rum. Gehen wir jetzt am besten lang. Gehen wir erstmal geradeaus und links. Die wird zu sein. Ja, dann geh weg. Okay. Hier ist zu. Genau. Stift. Die wollte echt nochmal aufstehen. Krass, dass selbst wenn die schon so lange tot sind, dass die immer noch aufstehen können. Finde ich krass. Sag mal hier. Elevator. Haben wir noch keinen Schlüssel. Okay. Hatte ich den Raum nicht getestet? Okay. Dachte ich mir schon. Wo bist du hingerannt? Ah. Die Sau. Ist irgendwo noch einer. Oder war das der? Scheint so. Jetzt muss hier aber was Wichtiges sein, oder? Ah ja, du mich auch.
Die Melodie, ey. Mit irgend so Flashback-Ding. Okay, mehr gibt's ja hier nicht. Gibt's hier Treppen? Ah, müssen wir jetzt ja eine dritte Etage, weil hier sehe ich sonst weiter nichts. Zu 2, 15, 16 und 17 kommen wir nicht. Ja, gehen wir hoch. Also Gewehr haben wir mittlerweile echt viel. 30 Schuss. Das hier. Ein Schlüssel. An die Reinigungskraft kannst du auf dem Weg zum Konferenzraum auch gleich in Zimmer 107 vorbeischauen. Ich lasse dir den Schlüssel da. Einer der Gäste hat da eine ziemliche Sauerei angerichtet. Wenden? Hm. Das ist jetzt unser Schlüssel. 107, das heißt ganz unten. Ah, da unten rechts. Ja, okay. Und was ist hier? Da wird irgendwas... Bestimmt so eine Figur im Kamin, wa? Noch irgendwas hier? Ein Projektor. Echt? Bei Resident Evil hätte man jetzt damit was machen müssen. Weil wir oben weitergehen, gehen wir erstmal in 107. Würde ich jetzt mal behaupten. Achso. Rechts oder links? Rechts. Ah. I-Frame. Sehen, was es hier gibt. Ich höre hier irgendwas. An die Reinigungskraft, wenn du schon dabei bist, könntest du auch gleich die Blätter im Garten zusammenfegen, aber nicht den Kamin vergessen. Wehe, ich erwische dich beim Faulenzen. Hat er jetzt den Kamin markiert? Ja, wow. Hier drin mal so ein Verstecken wäre echt übel. Da würde mich richtig erschrecken. Hm. Boah, ist aber groß hier draußen, ne? Als ob. Warum sind die so... Oh, das ist Blut. Du Kleiner. Hier läuft irgendwo noch einer rum. Oder kriecht. Ihr bleibt liegen? Okay. Ah, hier ist komplett dicht.
ist irgendwo noch einer. Mein Gott, ist noch überall. Ich höre dich, da hinten. Ach, hier für den Kamin. Okay, verstehe. Pfui, Deibel. Den hab ich aber nicht umgelegt. Oder? Ah doch. Bin in der Runde gelaufen. Lol. Hä? Hier ist irgendein Weg noch. Bist du jetzt nochmal aufgestanden? Ah. Hör auf. Bleib jetzt liegen. Nö, da habe ich jetzt alles. Ging nur um den Kaminschlüssel. So wie es scheint. Da war ich noch nicht. Ah ja. Bleib liegen. Von denen gibt es, glaube ich, am meisten im Spiel, kann das sein? Von diesen doppelbeinigen Gegnern. Habe ich so das Gefühl. Oder gehen wir jetzt wieder hoch und öffnen den Kamin. Halt. Das war in der dritten Etage, oder? Ja, genau. Können wir ja hier die eine Figur schon einsetzen. Ich denke mal, die sind für hier gedacht. Dachte ich mir. Conference Room. Lass mich raten, die zweite Figur? Ja. Cinderella. Ja. Aschenputtel, okay. Was ist das denn? Ja, ich sage jetzt mal nichts dazu, gell? Kommen jetzt neue Gegnertypen davon oder was? Die halten ganz schön viel aus. Okay, hat auf jeden Fall für mich einen Weg frei gemacht. Das ist nett.
Ah. Ja, genau. Jetzt kommen wir ja gar nicht mehr da rein. Nö. Konferenzraum kommen wir gar nicht mehr. Alles so neblig. Oh, wie sieht's denn hier aus? Was ist das? Farbdo. Ach, das ist Farbe. Sieht aus wie Blut. Bleib dort. Exit. Ich guck erstmal in die 319. Oh ja, klar. Dann gehen wir doch mal raus. Sind wir denn jetzt? Ach, wir sind jetzt in den unteren Bereich, wo wir vorher nicht hin konnten. 216. Okay, das hat mich jetzt nicht erschrocken. Hier ist aber ein Vogelliebhaber gewesen, ha? Da liegt was. Ein Buch. Ja, okay, ich sehe schon, was ich machen muss. Aber wo ist das? Im Restaurant muss das sein, ja. Okay. Verstehe. Okay, das Radio macht auf jeden Fall Wellen. Irgendwas ist da immer. Bleibt da. Okay. So schließt sich der Kreis. Da holen wir mal das Buch, auch wenn ich nicht weiß, für was das ist. Das wäre jetzt links, ne? Ja. Hallo. Dann halt so. Aber was ist die Farbe gut? Dosenöffner. What? Ach so. Gibt's Sinn. Und jetzt? Offene Farbdose. Kann ich mit irgendwas anderem kombinieren noch? Okay, den Sinn habe ich anscheinend noch nicht gefunden. Das haben wir jetzt alles. Das haben wir jetzt alles, glaube ich. Das heißt, wir müssen
oben weitermachen. Ja. Muss ja. Weil sonst wüsste ich nicht, wie es weitergeht. Also gehen wir jetzt links weiter. Halt. Ja, war ja klar. Ist hier noch was? Nope. Wer ruft hier James? Oh, du kleine Maler. Hallo, die Scheibe. Ich möchte, dass du die Sch. Dann halt so. Bolzenschneider. Für was? Hatten wir eine Kette gefunden? Nee, gell? Du hast einen Bolzenschneider, damit kriegst du das Schloss easy auf. Du Dulli. Hi, und jetzt? Halt, hatten wir irgendwo einen Bolzenschneider gebraucht? Make-up-Spiegel, da brauchten wir die Lampe. Rezeption? Wir haben noch ein bisschen, da gucke ich jetzt noch mal durch. Bolzenschneider. Warte mal, da kann ich ja gleich mal gucken, ob die Tür vielleicht. Oder war das der Fahrstuhl? Ah, es war der Fahrstuhl. Alles wird mir nichts bringen. Okay. Das Glas ist ja weg. Ah ne. Warum kann ich hier rausgucken? Schauen wir mal in der Rezeption. Hatten wir da eins gebraucht? Nee. Verstehe nicht. Keller waren wir auch noch gar nicht. Geht's denn zum Keller? Ah, da vielleicht. Warte mal. James könnte aber ein bisschen schneller laufen, echt. Das ist ganz schön lahmarschig. Achso, wir waren ja jetzt hier eine Weile nicht. Okay, ich will noch mal kurz gucken, ob hier noch was war. Ja gut, damit da haben wir den Code noch nicht. Hier haben wir die Glühbirne nicht. So, wo wollte ich jetzt hin?
hier hin eigentlich? Achso, das war die Tür. Oh, da komm her. Mein Gott. Aber wenn hier Gegner sind, dann muss es doch hier irgendwo weitergehen, oder? Ha. Wahrscheinlich nicht. Er baut noch so ein Riesenhotel, ey. Geht's zwar. Ah, fa. Ah, das ging ja nicht. Vorhänge schloss. Macht er ja nicht auf damit. Oder muss ich das mit. Nee. Ups. Kombinieren war nicht, oder? Nee. Praktisch zum Durchschneiden von Ketten. Ich habe noch keine Kette gefunden. Nee. Na gut, Leute. Ja, ein kleines bisschen haben wir noch. Vorhänge. Wo ist denn eine Kette? Hier war der Apfel. So, hier kommst du nicht hoch, okay. Bin echt ein bisschen überfragt. Dass er hier den Bolzenschneider nicht benutzt, ist echt ein bisschen dämlich. Ne, hier habe ich ihn ja gefunden. Ah. Und hier sitzt zu, aus irgendeinem Grund. Farbdose. Komisch. Könnte ich auch nichts anstellen. Na gut, da würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge mal weiter um, wie das zu lösen ist, wo es weitergeht. Das schauen wir dann mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Doomsday. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.